Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was für eine Scheißarbeit das war, die überhaupt dran zu machen. Muss man ja überall Löcher bohren, dass die nicht brechen und dann mit Nägeln festmachen. Also abgehen sie auf jeden Fall schneller. So, die Verkleidungen sind jetzt mal ab und jetzt geht's an die Ziegeln. Thank you.
Gestern hat es noch angefangen zu regnen, deswegen habe ich aufhören müssen. Die eine Seite konnte ich noch abdecken. Hier. Und der Hänger ist auch bald voll. Jetzt werde ich vorne noch anfangen und dann fahre ich das erstmal auf den Wertstoffhof. Das Dach ist jetzt auch abgedeckt. Ich denke, dass ich die Tage noch den Aufbau entfernen kann, also dass das ganze Holz weg ist. Und dann werde ich mir einen großen Container bestellen, in dem ich dann die ganze Steine und alles reinmachen kann. Weil auf dem Hänger ist es einfach zu viel, alles wegzufahren. Thank you.
So, heute gibt es wieder ein kurzes Update. Ein Container ist schon abgeholt worden mit Kalksandsteine. Die habe ich jetzt leider trennen müssen, weil die ein bisschen teurer sind. Die kosten rund 20 Euro die Tonne. Und den Zement, der ist ja recycelfähig, da kostet es nur 8,50 Euro. Deswegen habe ich es ein bisschen getrennt. Wie ihr sehen könnt, da ist schon wieder ein bisschen was weggegangen. Die Mauern hier habe ich noch abgerissen. Hier hinten noch. Und jetzt werde ich das Ganze dann mal noch verladen. Die Wände von der Garage sind jetzt schon mal weg. Für die Bodenplatte kommt noch ein Freund, der hat einen Bagger mit einem hydraulischen Hammer. Es geht dann einfacher, wie wenn ich das jetzt selbst per Hand mache. Und das seht ihr aber dann in der Instagram-Story, weil ich hatte das nicht aufgenommen mit der Kamera. Aber ich denke, es wird so auch gut sichtbar sein. Dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Es wäre schön, wenn ihr den Kanal abonniert und mich ein bisschen damit unterstützt. Und vielen Dank, weitere Videos folgen.